So, Hallöchen zusammen, Rufi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Und zack, wir machen gleich wieder weiter mit dem nächsten Video zu Drachensäme leicht gemacht 3, dem Trading Card Sammelordner. Und hier geht's weiter mit dem Multipack, wo wir die limitierte Goldkarte drin finden mit der Nummer LE10. Ja, dann haben wir noch die LE11 und dann bin ich erstmal durch mit den ganzen Karten. Also gleich hier öffnen. Viele fragen mich immer, wo ich die Karten herkriege. Ich würde es euch gerne sagen, aber es bringt euch nichts, denn A, wohnt ihr nicht in meiner Gegend und B, hat der Händler meistens nur einen Satz oder 10 oder 12 Sätze. Und bis ich euch sage, da und da sind die schon weg. Also es bringt euch überhaupt nichts, ne? Von dem her. Ansonsten helfe ich euch natürlich immer gerne. Ich kann nur sagen, guckt einfach online, da kriegt ihr die. Aber halt aufpassen, ne? Augen auf beim Drachenkauf. Passt auf, dass ihr auch wirklich den Preis bezahlt, den es wert ist, ne? Sprich 4,99. Klar, wenn ihr online bestellt, kommt auch noch Versand dazu. Kein Thema, aber eigentlich müsstet ihr das bei irgendeinem Zeitschriftenhändler in eurer Nähe kriegen. Die können es euch auf jeden Fall bestellen. Ja, manche stellen sich da ein bisschen an, bei anderen ist das überhaupt kein Problem. Die sagen das ihrem Vertreter, den sie haben, und wenn der die Sachen mit im Programm hat, die meisten haben das, dann kriegt ihr das auf jeden Fall auch in der gleichen Woche bei eurem Zeitschriftenhändler. Ne? Also, so als erstes machen wir hier wieder die limitierte Karte weg. Vorsichtig, damit ich es nicht verknicke. Das lässt sich super gut lösen. Schauen wir uns gleich an, die ist richtig schön. Ja, dann noch die Booster, 5 Stück. Zack, einmal, dann die hier. 2, 3, 4 und 5. Ne? 5 ist Trümpf und tschüss. So, ja, wenn ihr das letzte Video nicht verpasst habt, dann wisst ihr, mir fehlen noch 59 Karten, also ohne die limitierten hier. Bin ich gespannt, wie viel ich noch kriege. Ja? Und hier vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz kurz angemerkt. Also ich finde die Karten super, sind wunderschön, sind der absolute Oberknaller, selten so schöne Sammelkarten zu Dragons gesehen. Allerdings, für die spezialisierten Kartensammler, da ist diese Serie echt eine Herausforderung, denn ihr seht es auch schon wieder an dieser limitierten Karte. Rechts haben wir mehr Platz als links, ne? Was den Goldrahmen hier angeht. Die Karten sind nicht sauber geschnitten. Mir ist das relativ egal, aber ich denke halt auch an die Sammler, die halt eben Wert auf solche Geschichten legen. Und das merke ich einfach an. Ansonsten sind es super schöne Karten. Überhaupt kein Thema, ja, dass wir uns da richtig verstehen. Aber irgendwie, was den Beschnitt hier angeht, ist ein bisschen der Wurm drin. Ne? Hinzu kommt, dass man hier dann auch noch so eine, ich halte es mal nahe vor die Kamera, seht ihr das? Seht ihr diesen kleinen Absatz, so einen Millimeter vom Rand weg? Ne? Das ist irgendwie noch eine Beschichtung, damit die Karten irgendwie glänzen oder diesen, ja, Glimmer-Effekt kriegen, und dass das nicht bis ganz an den Rand geht, das finde ich halt auch ein bisschen schade. Ne? Denn hier, da wir hier weniger Platz haben, hier ist fast bis an die Linie geschnitten und hier ist halt doch ein bisschen weiter weg. Es ist nicht ganz optimal, gerade für die Sammler von hochwertigen Karten. Das ist schon eine sehr aufwendige, hochwertige Karte, überhaupt kein Thema. Aber solche Schnittfehler oder Kratzer oder irgendwelche Knicke, was man unter Umständen auch noch finden kann, die machen halt so Karten für entsprechende Sammler echt nichtig. Ne? Von dem her, nur dass ihr das versteht. Ansonsten top Karten. Sammlerherz, was willst du mehr, ne? So, also, ja, hier, ne? Leuchtender Kotz und Wirk. Fast vergessen. Die Limited Edition Nummer 10. Ihr seht hier auch immer die entsprechenden Werte. Wunderschöne Spielekarten. So, dann gehen wir hier zu den Boostern. Bin gespannt, ob ich hier noch ein paar finde und nicht nur doppelte. Was natürlich durchaus sein kann. Ne? Ich sag ja, 59 fehlen noch. Hinten haben wir die Glitzerkarte. So, hier haben wir angriffslustige Astrid. Ach du liebe Zeit, Nummer 79. Kann sein, dass ich die schon habe. Also mittlerweile sind es, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Astrids, die ich schon im Ordner habe. Dann hier starker Hicks, die habe ich auch schon. Oh, die habe ich noch nicht getroffen. Was? Es hat dich erwischt. Wirf deine, was, Hand ab und zieh 5 Karten. Es hat dich erwischt. Wirf deine Hand ab und zieh 5 Karten. Stehe ich gerade auf dem Schlauch oder kapiere ich das nicht? Wirf deine Hand ab. Zum Glück bleibt sie dran. Meine schnuckelige Rupi-Hand, ja? Die Karte Nummer 160. Wirf die Hand ab. WTF. Ja? So, ach du liebe Zeit, guckt es euch an. Zweimal. Das ist halt auch sowas, ne? Die Karten sind super, aber es sind zu oft die gleichen Motive. Vor allem keine neuen Motive aus dem dritten Film, sondern nur ganz, ganz wenig. Ja?
Du erwartest dir ja eigentlich zum dritten Album nur Motive zum dritten Film. Aber nein, sie haben den ersten und den zweiten Teil zum Großteil dazwischen gemixt, ne? Von dem her. So, das hier ist eine Puzzlekarte, die habe ich. Und das hier ist die Gezeitenklasse. Das Team, das habe ich auch schon, ne? Die Glitzerkarte. So, dann hier das nächste. Büsterli. Haben wir hier drin. Und die Karten sind auch komisch drin. Ja, Steiger ohne Zahn habe ich. Dann hier Bewilderbeast. Dragos Bewilderbeast habe ich auch. Was haben wir? Ach komm, was haben wir denn hier? Hier haben wir Raffnus und Taffnus im Streit. Ich glaube, die habe ich tatsächlich noch nicht. Ne? Aber wie schon gesagt, altes Motiv. Die Nummer 84. Dann haben wir hier Drago, auch ein altes Motiv. Böser Drago mit der Nummer 97. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht. Und Absturzgefahr mit Astrid habe ich, aber auch aus dem alten Film. Das muss man halt dazu sagen. Sehr viele alte Motive, wenig neue Motive aus dem dritten Teil. So, dann haben wir hier Tapferer Fischbein. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht. Super, Nummer 93. Dann haben wir hier Team Pfeilklasse, habe ich auch schon. 66, dann haben wir hier wieder so eine Karte. Ach, klasse, das letzte Puzzlestück. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Die Nummer 109, super. Ich denke mal, damit habe ich es wirklich jetzt komplett. Wow, das wäre die erste Seite, die ich komplett habe. Ne? So, dann Pläne schmieden. Oh, Hixi, extrem angestrengt vom vielen Denken. Die Nummer 131, super. Fehlt mir noch. Und Mega Fleischklops, geil, habe ich auch noch nicht. Das ist witzig. Wenn man da eine Tüte hat mit Karten, die einem noch fehlen, dann ist meistens die ganze Tüte voll. Das ist super klasse. Guckt euch die Details an. Ja, ich habe den Sattel hier selten so schön und so nah gesehen. Schön. Tolle Karte. Wieder mit so schrägen Streifen. Und dann auch noch diese Pixel. Das ist schon klasse. Beim Mega ohne Zahn, finde ich, kommt diese Karte hier am besten mit dem Effekt. Schön. Na also, zwei Booster habe ich noch. Okay. Was haben wir hier noch drin? Wir haben hier den Abhebenden ohne Zahn, habe ich. Dann den Stolzen Rotzbacke, habe ich auch. Abwehr habe ich. Miese Laune habe ich auch. Boah, alles Doppelte. Ich glaube, Team Drachenreiter habe ich auch schon. Oder? Das war die Nummer 71. Ja, ich glaube, die habe ich. Seht ihr? Wieder alles Doppelte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier noch was finde. Was ich nicht habe, hier, Karte wieder verdreht drin, aber ist ja egal. Dragos großer Überwilder, den habe ich auch schon. Auch eine super schöne Glitzerkarte. Guckt es euch an. Das ist schon echter Hammer. Dann haben wir hier Drago von dem Puzzle. Habe ich auch schon. Als nächstes haben wir hier, sehr geil. Hier Schneesturm. Die Nummer 162. Übrigens, den ersten Beruf, den ich hatte, war Gärtner. War Zierpflanzen und Samengärtner. Ja, tatsächlich ist so. Und da musste ich morgens von der Bushaltestelle, hatte ich noch kein Auto, da war ich, wie alt war ich da, 17, bin ich jeden Morgen noch circa 2 Kilometer gelaufen, bis ich dort war. Ne? War ein bisschen außerhalb von der Stadt. Und wenn es da Winter war, dann ist mein Schnäuzer, den ich schon immer habe, immer an meinen Schal festgefroren. Das war richtig, richtig übel. Ja, und ich dann dort angekommen, nicht dran gedacht, Schal vom Hals gerissen und der halbe Bart hing mit dran. Das, Leute, hallo wach, ne? Da war ich wach. Alter Verwalter, das waren noch Zeiten. So viel dazu. Ja, ist auch das. So, dann haben wir hier den schrecklichen Schrecken. Wie geil, habe ich auch noch nicht. Die Karte Nummer 52. Ich liebe die kleinen Scheißer. Der Hammer. So, und hier, ja, Holzklau habe ich schon. Nummer 57. Das war schon wieder. Ich habe jetzt gar nicht hier getrennt, welche ich habe und welche nicht. Ich tue die eh alle in Ordner rein. Beim Einsortieren. So, dann hier noch die limitierte Karte. Ja, das mache ich ganz kurz und dann melde ich mich wieder und sag euch, wie viele Karten mir dann noch fehlen. Also hier waren auf jeden Fall wieder ein paar dabei, die ich noch nicht habe. Also dann, bis gleich.
Und zack, schon wieder eingeordnet. Ne? So schnell geht es. Alles klar. Ich habe jetzt noch ein weiteres Booster-Pack mit reingemacht, denn ich habe da noch ein paar Kärtchen gefunden. Das war von meinem zweiten Starter-Set. Ja, also dann lass uns jetzt mal nochmal einen Blick reinschauen. Und ich habe eine Seite tatsächlich jetzt komplett. Ne? Also, Leutchen, so sieht das Sammelalbum aus, wenn euch noch 48 Karten fehlen. Ne? Also hier auch noch zwei Karten, die mir auf dieser Seite fehlen. Hier auf der Seite fehlen mir sogar noch vier Karten, wie ihr sehen könnt. Hier fehlen mir noch zwei Karten, oben rechts, unten links. Dann hier auch noch ein paar. Ja, brauche ich jetzt nicht jedes Mal zu sagen. Ihr seht es ja ganz einfach. Ne? Aber so sieht es aus, wenn das Ganze sich hier langsam füllt. Also von dem her schon schön, wenn man das Album dann langsam vollkriegt. Macht Spaß, die Motive hier anzugucken. Aber macht auch Spaß, wenn man es wieder auf die Seite legen kann und sich neuen Dingen widmen. Ne? Man freut sich immer auf so eine neue Serie und ist dann auch froh, wenn man es wieder voll hat. So, und hier kommt die erste komplette Seite. Ne? Das Puzzleteil, alle Karten. Nette Montage. Dann hier kommen wir zu den Action-Kärtchen. Fehlen auch noch ein paar. Noch mehr Action. Da fehlt mir noch einiges. Da fehlen mir eigentlich mit die meisten. Dann hier die Limited-Geschichten. Hier oben rechts wisst ihr, die nächste Karte findet ihr im Five-Magazin. Das kommt Ende diesen Monats. Hier haben wir schon die neue Karte auf der nächsten Seite. Ne? Die mache ich nicht Rücken an Rücken, sondern hier, ich habe ja noch Platz. Von dem her. So, jetzt habe ich noch ein Multipack übrig mit der Limited-Edition-Karte Nummer 11. Das packe ich im nächsten Video aus. Dann bin ich mal gespannt, wie viele Karten mir letztendlich noch fehlen. Die werde ich mir dann so irgendwie besorgen. Das müsste eigentlich ruckzuck gehen. Ja, aber erstmal schauen, wie viel ich hier noch rauskriege. Also, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay.